Beginnen möchte ich heute mit der 250. Montagsdemo. Heute in 1, 2, 3 Wochen. Flyer dazu gibt's an der Mahnwache und auch heute am Parkschützer-Infostand. Wir haben davon mehrere tausend drucken lassen. Decken Sie sich damit ein, bewerben Sie diese 250. Montagsdemo. Diese 250. Montagsdemo mag auch Anlass sein, für Leute, die schon lange nicht mehr da waren, mal wieder zu kommen. Sicher kennen auch Sie solche Leute. Spornen Sie diese Leute doch an, am 8.12. zu kommen. Denn diese 250. Montagsdemo haben wir vor dem Hauptbahnhof auf dem Arnulf-Klett-Platz angemeldet, weil wir der Ansicht sind, dass die 250. Montagsdemo einen besonderen Stellenwert hat. Sie gehört daher vor unseren Bahnhof, denn um den Bahnhof geht es uns. Vor dem Kopfbahnhof gegen Stuttgart 21 zu protestieren, ist ein starkes, ein gutes, ein positives Bild in der Öffentlichkeit. Und wie Sie es ahnen können, hat CDU-Bürgermeister Scheirer uns diesen Versammlungsort verboten. Und obwohl wir am 8.12. zum 250. Mal hinstehen, findet auch dieser besondere Anlass bei Scheirer kein Gehör. Also müssen wir dagegen mit juristischer Unterstützung vorgehen. Das kostet Zeit und vor allem Nerven und Geld. Aber das ist es uns wert. Denn wir lassen es nicht zu, dass Bürgermeister Scheirer und der tatenlos zuschauende OB Kuhn das Demonstrationsrecht so dermaßen verbiegen, dass der frei fließende Verkehr zu einem Grundrecht wird, das über dem Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit in Stuttgart steht. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Thema. Wie geht es weiter mit den Montagsdemos, wenn hier auf dem Marktplatz und gleichzeitig auf dem Schlossplatz die nächste Shopping Mall namens Weihnachtsmarkt eröffnet wird? Ähnlich wie die Frankfurter Flughafeninitiative haben wir daher die Montagsdemos vor Weihnachten in der Bahnhofshalle am Nordausgang angemeldet. Denn da ist viel Platz. Und selbst um 18 Uhr fast nichts los. Und da sind wir am richtigen Ort. Nun ist es natürlich so, dass die Bahn ganz erhebliche Sicherheitsbedenken gegen eine Montagsdemo in der Bahnhofshalle eingewendet hat. Seitenweise wird im Ablehnungsbescheid von Scheirers Ordnungsamt aufgelistet, wie unglaublich gefährlich so eine Demo sei. Dem Ordnungsamt kommt so eine ablehnende Stellungnahme der Bahn natürlich gerade recht, obwohl Scheirer doch eigentlich für diesen Versammlungsort in der Bahnhofshalle kämpfen müsste, ist dadurch doch überhaupt kein Autoverkehr behindert. Nun, um es kurz zu machen, wo bin ich in meinem Text? Ui, das passiert selten. Nun, um es kurz zu machen, das sollen die Gerichte bewerten. Wir haben nämlich mit guten Argumenten gekontert. Die Geschichte wird vom Verwaltungsgericht Stuttgart entschieden. Daher steht auf dem Demo-Fahrplan, den Sie seit letzter Woche kennen und der auch jetzt heute hier auf der Demo verteilt wird, wo die nächsten Demos angemeldet sind. Außerdem werden Sie im Internet bei Abriss Aufstand sich informieren können über die Sachlage. Und fragen Sie am nächsten Montag am besten bei der Mahnwache nach oder schauen Sie, bevor Sie zur Demo kommen, auf www.abrissaufstand.de nach, wo die Demo tatsächlich stattfindet, was das Gericht also entschieden hat. Bis dahin wissen wir nämlich mehr. Also, Punkt 1, decken Sie sich ein mit diesen schönen bunten Flyern zur 250. Montagsdemo. Werben Sie an allen Stellen für diese Montagsdemo und bringen Sie am 8.12. mindestens eine Person mit, die schon lange nicht mehr hier dabei war.
Und zweitens, besorgen Sie sich hier auf der Demo den Demo-Fahrplan-Flyer, damit Sie eben in den nächsten Wochen wissen, wo die Demos, die Montagsdemos jeweils angemeldet sind. Einmal sind wir auch in Cannstatt. Und informieren Sie sich einfach am Montag im Internet oder am Montagabend bei der Mahnwache über den tatsächlichen Demoort. Ich könnte jetzt auch noch einschieben, dass hier heute Nachmittag ein weiterer Kampf mit dem Ordnungsamt getobt hat über diese Häuschen, die Sie hinten und von Ihnen aus auf der linken Seite sehen, wo wir gedacht haben, hier wird schon der Weihnachtsmarkt aufgebaut. In der Tat sind das Überdeckungen für diesen Bunker unter dem Marktplatz, aber schon damit ein Teil des Weihnachtsmarktes. Es bedurfte eines erheblichen Mailverkehrs mit dem Ordnungsamt, um zu klären, dass dieser Marktplatz überhaupt ansatzweise frei ist für uns und hier nicht alles voller Autos steht. Also so geht man hier mit dem Versammlungsrecht um, obwohl, das müssen Sie auch wissen, dieser Marktplatz ja vom Ordnungsamt uns zugewiesen wird jede Woche. Wir wollen ja eigentlich vor den Bahnhof. So, jetzt aber genug mit Scheiros Ordnungsamt. Kommen wir nämlich zu unserem heutigen Hauptredner, Professor Karl-Dieter Bodak. Seine Rede hat den Titel OB Kuhns Rosensteinquartier wird zum Phantom. Viele von Ihnen haben sicher mit Schrecken in der Stuttgarter Zeitung gelesen, dass OB Kuhn die Stelle gewechselt hat. Vom Stuttgart 21 Bremser zum S21 Anheizer. Denn auch er will ein eigenes Lieblingsbauprojekt. Denn auch OB Kuhn will ein eigenes Lieblingsbauprojekt. Dazu hat er sich nun das Rosensteinquartier ausgesucht. Das Rosensteinquartier ist das seit Jahrzehnten schon viel gepriesene Stadtviertel, das auf den Flächen entstehen soll, wo heute Züge in den Kopfbahnhof einfahren. Kuhn und die Stadträte der Tunnelpartei haben bei all ihren Träumen von den städtischen oder städtebaulichen Chancen vollkommen übersehen, oder aber ignoriert, dass man Eisenbahnstrecken und Bahnhöfe nicht so einfach abbauen darf, sondern dass die Bahn zunächst diese Strecken und Bahnhöfe anderen Eisenbahnunternehmen anbieten muss. Das sind zum Beispiel Privatbahnbetreiber, das kann aber auch die französische Staatsbahn SNCF sein oder die schweizerische Bundesbahn SBB. Und wenn es da einen Interessenten gibt, dann darf der zu einem gerechten Preis diese Schienen weiter betreiben. Dann dürfen diese Schienen nicht abgebaut werden. Dann bleibt der Kopfbahnhof bestehen und in Funktion. Und das Ganze ist geregelt in den Paragraphen 11 und 23 im Allgemeinen Eisenbahngesetz. Und jetzt kommen wir zum Thema Lex S21. Lex, lateinisch, das Gesetz. Denn Bundesverkehrsminister Dobrindt hat hier vor einigen Wochen eine Gesetzesnovelle vorgelegt, wonach diese Entwidmung von Schienen und Bahnhöfe erheblich vereinfacht würde. Dieses Vorhaben wurde als Lex S21 bekannt, weil dieses Gesetz wie auf Stuttgart 21 zugeschnitten scheint. Diesen Inhalt haben wir heute Vormittag bei einer Pressekonferenz präsentiert. Professor Bodak und Dr. Eisenhardt von Löper vom Aktionsbündnis haben dargestellt, dass die Stadt Stuttgart und vor allem OB Kuhn hier ein ganz gewaltiges Problem hat. Die Pressekonferenz wurde von Flügel TV aufgezeichnet. Sie ist bereits jetzt im Internet abrufbar unter flügel.tv oder auf unserem Blog www.beiabrissaufstand.de. Nun aber zu Professor Bodak.